Rund 700 Museen in ganz Österreich öffneten zur Lange Nacht der Museen am 5. Oktober ihre Pforten. Auch das Ski- und Heimatmuseum St. Anton. Geboten wurde ein vielfältiges Programm. Also der heutige Abend oder Nachmittag hat begonnen mit dem Kinderprogramm von der Museumspädagogin Christa Pohle. Dann um 17 Uhr ist die Mittelschule an der Reihe gewesen mit Zeitzeugeninterviews, die sie vorher aufgezeichnet haben. Um 18 Uhr wird unsere Sonderausstellung 90 Jahre Pater Fritz Tschol sowie die Waffensammlung aus dem Nachlass von Nick Ludwig eröffnet. Und anschließend finden Zeitzeugengespräche mit der Schützenkompanie und Schützengilde St. Anton statt. Der erste Programmpunkt waren Zeitzeugengespräche, welche Schüler der neuen Mittelschule St. Anton selbstständig durchgeführt haben. Das Projekt war einfach in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die ist an uns herangetreten, ob wir nicht die Museumsnacht unterstützen würden. Und die Kinder waren gleich voll dabei. Es ist einfach immer interessant, gerade die Großeltern zu fragen, wie war es früher. Zum Gedenken an den 2016 verstorbenen St. Antoner Missionar, Pater Fritz Tschol, wurde eine Sonderausstellung eröffnet, die sein Leben und Wirken in Brasilien schildert. Der Pater Fritz Tschol war natürlich immer heimatverbunden. Er war über 60 Jahre im Rio Xingu, also in Brasilien, und hat ja dort Großartiges geleistet. Für ihn war das Heimat. Er hat natürlich den alten St. Antoner Dialekt nie abgelegt. Alle, wenn er gekommen ist, hat er in dem früheren Dialekt geredet. Und das war auch so toll. Und für uns in St. Anton, bevor man ihn zum Ehrenbürger gemacht hat, das ist einfach sein Werk für Menschen, die wo Hilfe brauchen. Wir ein reicher Tourismusort. Und er ist aus diesem reichen Tourismusort in die Armut und in den Seelen gegangen. Und also die Wertschätzung war wirklich ehrlich von uns und ist ihm auch zugestanden. Pater Fritz Tschol wurde zum Ehrenbürger von St. Anton ernannt. Seine Heimatgemeinde war ihm stets sehr wichtig. Aber die ersten paar Mal ist er erst alle 10 Jahre heimgekommen. Das war nicht möglich. Und dann, wie er älter war, hat der Bischof gesagt, nein, das geht nicht. Er kann jedes Jahr heim. Und dann ist er fast jedes Jahr gekommen und das hat er so geliebt. Präsentiert wurde im Rahmen der Lange Nacht der Museen auch eine Leihgabe der Gemeinde St. Anton, eine angekaufte Waffensammlung. Den hat die Gemeinde St. Anton am Arlberg vor 2017 erworben. Und dem Bürgermeister Helmut Mall war es ein Anliegen, dass die sehr eindrucksvolle Sammlung auch der Öffentlichkeit präsentiert wird. Abschließend informierten Vertreter der Schützengilde und der Schützenkompanie St. Anton über die Geschichte und Tradition rund um das Schützenwesen. In jedem Ort wie St. Anton am Arlberg braucht es natürlich auch die Schützenkompanie, neben der Musikkapellen, wo es ja zwei gibt, in Jakobun in Anton. Es ist die Feuerwehr, die Bergrettung. Und es ist natürlich wichtig, dass die Einheimischen zu Vereinen gehen, die Kameradschaft pflegen und vor allem auch schauen, dass alles in Ordnung geht im Dorf. Und dass man bei Feierlichkeiten alle wieder ausrückt und präsent ist. Von der Ausrückung her müssen wir heute natürlich schon fast mehr ausrücken als wir damals. Wir sind damals eigentlich zu kirchlichen Anlässen hauptsächlich ausgerückt, Festlichkeiten im Ort. Aber heute haben wir natürlich viele Festivitäten. Die Gemeinde rief, der Tourismusverband rief und die Schützen und Musi rückt natürlich aus. Meistens geschlossen mit der Musikkapelle rückt man aus. Die Schützengilde hat eine besonders lange Geschichte. Selbst der Kaiser Franz Josef I. war einmal im früheren Schießstand in St. Anton zu Gast. Das ist da eine der ältesten Scheiben. Ich stehe da, wohnt von Kaiser Franz Josef noch. Und, aber genaue Kenntnis über die wieder, also wenn man jetzt wieder richtig angefangen hat, das kann ich in der Jahreszahl nicht sagen. Das schaut so aus, dass wir erstens einmal einen Zimmergewehr stand mit seinem Metterbetreiber und eben diesen Schießstand in der Gulduster, wo Kleinkaliber 50 Meter geschossen wird. Und seit einigen Jahren betreiben wir natürlich auch einen Pistolenstand.